Die Expedition geht weiter hier unten am Chokamadixan River zwischen den Red Rocket Hills. Nicht wahr, mein Freund? Wir jagen Bigfoot. Ich mag den großen Bären jagen. Ja, guck Gunther, mal. Ja. Ich hab mich hingehockt. Ja, Gunther, wir gehen doch raus jetzt gleich. Ich kann hocken. Ja, Gunther. Ja, du bist ein Braver. Machen wir heute die rote Rakete. Rakete. Bigfoot, das Geräusch. Wo? Wo? Der Schrei. Auf der anderen Seite. Screamfoot. Auf der anderen Seite vom See. Ich hab's genau gehört. Sollen wir mal den Lake überqueren? Hier es war entweder Stück. Der Wind, der durch das Laub fegt, oder aber Bigfoot. Wenn wir ins Wasser springen, wird das nicht kalt? Sterben wir dann nicht? Ich weiß nicht. Bei so einer eisigen Nacht irgendwo in der Schweiz. Ich trau mich nicht ins Wasser gehen. Du musst aber rein, Gunther. Ins Wasserli. Ich geh nicht ins Wasserli. Gunther, du musst ins Wasser. Aber wir können drumherum. Wollen wir wirklich jetzt losziehen? Ja, müssen wir ja, oder? Bist du wahnsinnig? Alter, es wird super dunkel bei mir gerade. Boah, bei mir auch. The Dark Knight rises. Alter, ich glaube, Bigfoot verdeckt den Mond. Ich sehe keine 2 Meter mehr weit, ey. Der alte Schleckfoot. Vielleicht sollten wir so ein bisschen in der Rotte laufen, dass wir halt nicht so nah aneinander stehen, damit der eine auf Bigfoot schießen kann, während er den anderen vergewaltigt. Jetzt wird alles rot. Alter, was ist das? Paranormale Aktivitäten im Wald. Alter, der Mottenmann. Es muss der Mottenmann sein. Ich glaube, der Mottenmann ist der Cousin von Bigfoot. Das kann sein. Warte mal. Ich glaube, da drüben sind Aktivitäten. Ich glaube, ich habe eben gerade ihn da wandern sehen. Wanderfoot? Wanderfoot. Niklas Wanderfoot. Niklas Wanderfoot. Mein Cousin wie Niklas Wanderfoot hat sich hier den Fuß gebrochen. Er hat ein Auerli gemacht. Händli hoch. Händli ins Lüftli. Das ist ein Überfallli. Siehst du Fußspuren? Bigfootli. Siehst du Spußspuren? Spußspuren. Bigfoot Lee ist aber sein japanischer Cousin. Bigfoot Lee. Ja, der Bigfoot, wir wissen ja, dass der Bigfoot überall existiert. Der hat Bauchmuskeln. Ich wollte eigentlich diese Fähigkeit nicht einsetzen, aber vielleicht mache ich jetzt gleich hier den patentierten Bigfoot-Balzruf, um ihn anzulocken. Du hast einen Balzruf? Ich habe einen Balzruf. Also, wenn wir ihn jetzt nicht gleich finden, wenn wir keine Fährte aufnehmen, werde ich ihn einsetzen müssen. Ich habe gehört, wenn wir uns hinhocken und unsere Hintern aneinander drücken und beide gleichzeitig furzen, dann werden alle Bigfoots im Umkreis von circa 5 Kilometern angelockt. Vielleicht sollten wir es probieren. Aber ich kann hocken. Soll ich jetzt den Balzruf machen oder nicht? Vielleicht. Guck mal, oh, hier ist ein Hochsitz. Ja, ich weiß, hier ist ein Hochsitz. Dam, 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 dam. Ey, guck mal, der schreibt sogar in YouTube-Schrift da oben, stand altes Jagdturm. Altes Jagdturm, ich YouTube-Deutsch. Altes Jagdturm gefunden. Wie viel Munition hast du? Wie viel? Ich habe 10 und 28. Okay, also ich habe 10 und 27. Wie viel kann man denn haben? Soll ich die mal nehmen, die Dose? Ja, nimm mal. Jetzt habe ich 37. Krass. Okay, wir bekommen hier ein bisschen Unterstützung aus der Zivilisation. Es wird langsam wieder hell. Wir müssen ihn finden. Wir müssen ihn unbedingt finden. Wir müssen seine Behausung finden. Das ist vielleicht die Antwort, die wir suchen. Ich würde sagen, in die Richtung. Irgendwie mein Bigfoot-Fühler, meine Bigfoot-Route sagt in die Richtung. This is the answer, my friend. The answer. Wir haben halt jetzt gar keine Fährte mehr. Weißt du, wir wissen nichts. Was sagt denn Kamera 1? Kamera 1 sagt gar nichts, oder? Ich weiß nicht. Du bist der Mann, der die kontrolliert. Soll ich mal gucken? Ich gucke. Du musst mich aber sichern. Ich sichere dich. Kamera 1. Ne, Fleisch ist noch drin. Tiere in der Nähe, Tierkontakt. Nee, ich habe jetzt gerade nichts gesehen. Du musst mir so ein bisschen wie so ein Navy Seal sprechen. Negativ, kein Kontakt. Weißt du, negativ, so irgendwie. Kein Kontakt. Keine Fauna entdeckt. Der große Büffel ist nicht am Wasserloch. Ich wiederhole, großer Büffel, nicht am Wasserloch. Das ist aber indianisch. Ja, weil die haben Indianertaktiken. Indische Indianertaktiken haben die nämlich verwendet, um ihre Navy Seal Präzision zu erhöhen. Das ist nicht Kamera 1, das ist quasi Buffet Nummer 1. Negativ an Buffet Nummer 1. Kein Kontakt. Großer Bär nicht an Buffet 1. Ich wiederhole. Großer Bär nicht an Buffet 1. Hier, gelber Flamingo. Gelber Flamingo steht auf 2 Beinen. Notfall. Ja, so muss man reden. Okay, ich werde jetzt da drüben auf diesen kleinen Stein gehen da, in der Ferne. Hast du genug Zweige und Laub? Ich habe immer genügend Zweige und Laub in der Hose. Braucht man auch. Das erstens knistert schön, was... Ein weihnachtliches Knistern, um die Stimmung und die Truppenmoral zu erhöhen. Alter, wo sind wir eigentlich? Also, ich mache jetzt den Bigfoot-Ruf, ja? Wow, 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 wow.
Hast du was? Okay. Hast du das gehört? Ja, hallo. Ja, ja, Sie können ihn abholen jetzt. Ja, ja. Mann, das ist der offizielle... Hey, ein Typ am Straßenrand, ja? Hat ja, erzählt, genau. Das ist der offizielle Bigfoot-Ruf. Das sind immer die vertrauenswürdigsten Typen. Er sah sehr vertrauenswürdig aus. Ich bin dafür, dass wir hier noch eine Kamera aufstellen. Ich will endlich Kontakt. Ich will endlich Bigfoot-Kontakt. Warte, ich werde hier mal noch eine Kamera setzen. Und zwar hier. Guck mal, weil hier ist nämlich auch so ein Rubbelstamm. Siehst du das? Hier ist so ein Rubbelstamm. Hast du dran geleckt, an dem Rubbelstamm? Mal, weil hier kann er nämlich seinen Rücken lecken, rubbeln und hier kann er, weißt du, hier ist mit so zwei Noppen, da kann er nämlich einfach breitbeinig einmal runterrutschen, zack, zack. Hier sind auch Fußspuren. Was? Oh, nee, nein, ist nur ein Ast. Ach so. Es ist wie auf D-Max, ne? Diese fetten Leute, die den Mottenmann jagen. Ohne Da okay, sind Fußspuren. Ich nehme jetzt die Kamera und steck die hier rein. Okay, ich lege ein Fangeisen hin, ungefähr hier. So, Kamera steckt. Kamera steckt, Fangeisen platziert. Hast du noch Fleisch? Ich habe immer noch ein bisschen Fleisch, weil ich habe doch den Fuchs da hier geschlachtet. Ach ja, den Fuchs, der hat den Schwanz gehobelt. Kennst du nicht das alte Lied? Jetzt habe ich das Fangeisen mitgenommen. Leg nochmal ein Fangeisen hin. Warte. Fangeisen steht. Huh! Er hat's gehört! Er hat den Sound des Fang... Da, in die Richtung, komm mit! Aber das Fleisch! Wir haben keine Zeit fürs Fleisch. Das war nur ein alter Mann, der sich einen Zeh gestoßen hat. Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, eben gerade habe ich ganz deutlich Bigfoot-Aktivitäten wahrgenommen. Haben ganz, die Gewehre hier eigentlich Bullet Drop? Du hast noch ein Messer in der Hand, Ahnung. Oder? Nee, ich habe ein Gewehr. Okay. Alter, ich bin am Strand. Am Bigfoot-Strand. Alter! Da, hier, wo sind doch damals diese Aufnahmen entstanden? Alter, was ist das für eine grüne Suppe, die da ist? Starker Algenbefang. Der Algenwater Lake. Okay, jetzt sind wir hier am Strand. Aber ich habe doch eben gerade Bigfoot in... Da! Er ist ganz in der Nähe! Er muss ganz in der Nähe sein! Da ist er! Da schieß! 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 Ah. Warum denn immer ich? Warum denn? Taser ihn! Taser ihn! Ich kann nicht Taser ihn doch! Oh oh. Wo ist er hin? Er kommt direkt auf mich zu! Oh Gott! Oh, oh. Rückhand! Ich habe eine Rückhand bekommen! Schieß drauf! Oh mein Gott! Schießen. Ah! Er schlägt auf mich ein! Er hat mir das Gewehr aus der Hand geschlagen! Er rennt! Er rennt! Hinterher! Wo ist er denn? Geradeaus, irgendwo geradeaus, er ist in die Wälder geflohen. Da hinten, er rennt noch! Siehst du ihn? Immer noch geradeaus. Bigfoot am Strand, Bigfoot am Strand, ich wiederhole. Oh Gott. Siehst du, ich hab doch gesagt, der Balzruf vom alten Mann am Straßenrand funktioniert. Ich glaube, er ist entkommen. Ich glaube, er ist nach oben links gegangen. Haben wir Spuren? Wow. Haben wir Spuren? Ich hab keine Spur. Scheiße, Mann! Aber ich habe ihn gut getroffen, ne? Ich habe auch zweimal reingeschossen. Verloren. Der hat ordentlich Leben verloren. Ich hab ordentlich reingebimst. Aber, Alter, ich muss auf jeden Fall eine Salami essen jetzt. Ich habe da ordentlich reingejerkt in die Beefy. Oh. Glaub mir, meine Beefy hat Biss. Meine Beefy hat Biss. Können wir das Fleisch auch selber essen, um uns zu heilen? Rohes Fleisch? Wie heilt man sich? Nur mit Sanitätskästen? Anscheinend, ja. Oh Mann, Alter. Das schmeckt mir gar nicht, was hier abgeht. Das schmeckt mir null. Nee, überhaupt nicht. Schmeckt echt salzig, die Scheiße hier. Kacke, ey, wir werden ihn noch ein bisschen locken müssen. Und dann muss man schnell eine Falle legen, das wäre geil. Aber so schnell kann ich nicht reagieren, wenn er da ist. Weil dann zitter ich und kack mir in die Hose. Alter, verdammt. Dieses verdammte Biest. Ich bin dafür, dass wir seine Wohnung suchen und verminen. Wie viel HP hast du noch? Unter der Hälfte. Boah, ey, dann ess mal eine Salami, oder? Ich habe jetzt schon eine Salami gegessen. Ich warte noch ein bisschen. Warte noch ein bisschen. Wir gehen jetzt zu Kamera 2, legen da ein Kotelett drauf und dann können wir vielleicht, wenn wir ein Lagerfeuer haben, können wir da vielleicht Fleisch reinwerfen? Ich weiß es nicht. Ich hab, am Lagerfeuer musst du übelst aufpassen. Da stirbt man direkt, ne, wenn man da zu nah dran kommt. Naja, ich weiß. Okay, wir gehen jetzt erstmal zur Kamera, würde ich als Ziel vorschlagen. Wo ist denn die Kamera? Ach, da irgendwo. Wir sind ganz in der Nähe der Kamera. Wahrscheinlich laufe ich gleich in meine eigene Bärenfalle rein. Da, nee, es wird schön angezeigt. Ja, ja, Gott sei Dank, Mann. Bei unserem Talent. So, ich lege jetzt hier noch ein Fleisch drauf. So, Falle ist scharf. Ich wiederhole, Falle ist scharf. Okay, hot. Hot, 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 hot. Ich habe auch noch eine Drohne. Ich könnte auch mit der Drohne fliegen. Kann man die irgendwie platzieren? Und ja, dann hier ist sie platziert. Jetzt gehe ich aufs Tablet, Moment. Alter. Er so spielt hier Candy Crush, Alter. Ich spiele hier Candy Crush im Wald.
Aber jetzt die hat keine Reichweite. Und dann fällt sie vom Himmel, oder was passiert denn damit? Nee. Der Predator in der Ferne! Der nächste große Feind hier. Bumm. Da ist sie. Da ist sie. Man muss sie halt einsammeln. Schwupps. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal weiter hoch. Wir folgen einfach mal dem Fluss. Choco Maldixan. Im River on the Hill. Red Rocket Lakes. Und da, wo die Red Rocket. Da, wo die Wölfe nachts jaulen, wenn der Bigfoot sie unsittlich berührt. Ja, Freudengejaul. Zwischen den Red Rocket Hills. Eines Tages. Da, wo die Wölfe happy sind. Weißt du, irgendwer hat gesagt, wir lecken den Bigfoot. Und jetzt denkt er, wir wollen ihn töten und ihn legen. Deswegen, er versteht immer alles falsch. Wir wollen nur nett sein. Glaubst du, wir werden heute Nacht nochmal Aktivitäten sehen? Ich weiß nicht. Ich hoffe ja eigentlich nicht so. Wieso? Ich bin drauf und dran. Ich werde dann immer den Kampf aktiviert. Zu gewinnen. Naja, also er hat noch ganz schön viel Energie. Ne? Ja, und wir sind auch noch jung und voll im Saft. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder, naja, so drei Viertel im Saft. Wie, der hat ja nochmal auf mich eingeschlagen, als ich am Boden lag, der Drecksack. Die Cabanossi, die heilt nicht komplett? Nein. Verdammt, wir sind am Arsch. Du weißt doch, ey, bei Cabanossi, bei Sucuk. Sucuk wäre volle Power. Wir müssen unbedingt welche herstellen. Ich bin davon überzeugt, dass wir vielleicht Sachen brutzeln können. Ich weiß es nicht, wir müssen es dann bei Gelegenheit mal ausprobieren. Okay, wir sind beinahe beim Choco Maldixan River. Okay, ich bin bei 32 Grad jetzt, ne? Also es wird schon ziemlich haarig. Weißt du, was geil wäre? Wenn Kevins Mutter uns in die Hütte immer wieder ein paar neue Beefies reinlegen würde. Das wäre echt nice. Vielleicht hat er die auch gesammelt. Oder er hat selber welche gemacht. Bigfoot ist ja vielleicht gar nicht so doof. Er hat aus alten Männersalamis hat er kleine Cabanossis gedämpft. Seit wann dämpft man die denn? Keine Ahnung. Er ist halt so ein alter Cabanossi-Dämpfer. Das ist doch so eine Technik aus 1603. Das ist dann verloren gegangen über die Jahre. Irgendwann kam Sucuk, da wollte keiner mehr Cabanossi. Ich bin eher so der Cabanossi-Typ. Oh, ich habe neulich auch so ein paar, und die haben wir dann so klein gesnippelt und dann in der Pfanne so mitgebraten, ne? Und dann so mit ins Essen gemacht. Das war richtig geil. Angeblich ist aber so eine so Salami, die man brät und so, das krebserregendste, was man essen kann. Ach ja, weißt du, Luft ist das krebserregendste, was ich atmen kann. Also. Und du gönnst dir jeden Tag davon. Jeden Tag gönne ich mir Luft. Was? Gehört? Ja, irgendwo da hinten, wo die Nordlichter blühen. Denkst du, ist in eine Falle reingetreten? Weiß es nicht. Kriegen wir da nicht eine Meldung oder so, wenn die Falle aktiviert wird? Hast du die Falle denn irgendwie getrackelt? Die leuchten ja rot auf der Karte. Ja, aber guck doch mal, ob irgendwas bei den Kameras so geht. Ich gebe dir Deckung und mache ein Feuer. Aber bitte nicht auf mich drauf machen. Ach Quatsch, Night Vision Cam. Ich bin manchmal ein bisschen doof. Wir sammeln uns hier am Feuer. Ich guck mal, ob ich ein Kotelett reinlegen kann. Wie kann ich zwischen den Kameras denn switchen? Fleisch. Wie geht das? Nee, kann ich nicht. Keine Ahnung. Unten irgendwo steht doch Kamera 1, Kamera 2. Ja, aber ich kann irgendwie nicht switchen. Ach so, auf die Taste drücken wäre natürlich schlau. Also mir wird warm. Also die Falle ist auf jeden Fall noch offen. Was? Was? Ah! Aua! Ey! Hilfe! Er hat das Feuer gerochen! Der Waldgeist! Der Waldgeist! Er hat mir in die Fresse geschlagen! Wo ist er hingerannt? Ich weiß es nicht! Oh Gott, ich bin fast tot. Jetzt muss ich meine letzte Cabanossi knabbern. Alter. Alter, wie er Hass geschoben hat, weil ich mich am Feuer erfreue. Wo ist er hin? Ich habe ihn aber nochmal getroffen. Ich habe ihm voll eine reingeömmelt. Er ist dann weggelaufen. Aber der hat mir richtig wehgetan diesmal wieder. Ey, wir werden das nicht überleben. Wir müssen irgendwie uns was überlegen. Okay, wir müssen Spuren finden. Wo ist er hin? Kann man da Fleisch reinlegen? Nee, leider nicht. Hier, ich hab einen Fuß. Ja, er ist auch hier rechts dann, glaube ich, gelaufen. Aber ich wollte jetzt mal hoch ans Ende des Flusses. Oder wollen wir ihn lieber jagen? Nee, der ist ja eh weg, Alter. Der ist so schnell. Ja, wir könnten seine Fährte finden. Es muss doch irgendwo eine Höhle geben, wo er lebt. Was ist das da? Was ist das da links? Was? Höhlen. Ja, hier dieses Höhlengebilde da, wo ich hingucke. Siehst du das? Hier da drüben auf der anderen Seite vom Lake. Ach, da wohnt er oder was? Weiß ich nicht, aber es sieht aus wie eine Höhle. Nee, ist keine Höhle. Es ist keine Höhle. Die Frage ist hier immer... Ölle.
Jagen wir ihn oder jagt er uns? Ich glaube, der jagt uns. Also mittlerweile bin ich davon überzeugt, er jagt uns. Ich meine, der hat ja unsere Spur aufgenommen. Hat uns gefolgt. Und als du auf dem Handy gedaddelt hast und ich meine Salami gebürstet habe, hat er zugeschlagen. Alter, hier hinten ist ein Gletscher. Alter. Können wir ihn mit einer Flaregun verjagen? Ich weiß es nicht genau. Also beim nächsten Mal muss ich einen Flaregun, denn so einen Angriff überlebe ich nicht nochmal. Dann musst du ihn flaren. Alter, guck mal. Boah, ich mach Gletscherhopping. Alter, Eisschollenhopping. Richtig nice. Ich hab ein bisschen Angst, ins Wasser zu fallen. Alter, wie krass ist das? Boah, guck das mal an. Ey, hier wohnt er doch, oder? Yetis, wohnen die nicht in Gletschern? Ich glaube schon. Artgerecht hält man doch einen Yeti im Gletscher. Eigentlich schon. Gletschi heißt der Gletschi. Im Gletschi. Vielleicht können wir es das nächste Mal blenden, wenn er kommt, ey. Ich glaube, wir werden das nächste Mal nicht überleben. Aber jetzt hier kann er wenigstens nicht von links kommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier eine Höhle irgendwo in der Nähe ist. Wie wäre es, wenn wir mal auf der anderen Seite... Ich habe eine Spur. Ich habe eine richtig dicke Spur gefunden. Was ist das überhaupt hier für ein See? Wie heißt denn der? Ich weiß nicht. Das ist ja nicht der Lake Schlabber die Nudel. Nee, es könnte der Frosty Frog Mountain sein hier vorne. Oder der Cold Bussin Hill. Der Cold Bussin Hill, der Friesen Lake. Frozen Lake. Frozen. Am Lake Frozen. Frozen die Buck. Das könnte auch der Shania Twain Hill sein. Am südlichen Shania. Wollen wir hier irgendwie... Können wir ins Gebirge? Ja, wir können auf jeden Fall hier runter. Oh, hier ist ein dicker Holzklotz mitten im Stein. Alter, wir haben aber schon gut abgezogen. Oh ja. Also er hat schon einige Kugeln drin. Aber er ist ein harter Bär, ne? Muss man ihm lassen. Er ist ein harter Bär. Ist das hier eine Höhle? Hier drüben? Ist das ein Eingang zu einer Höhle? Alter, er hat einen Schlitz gefunden. Ich kann da durch. Ich kann mich durchschlitzeln. Schlitzel! Oh. Ist aber irgendwie nur ein Bergpass oder sowas. Nee, es geht noch weiter. Was ist das hier? Das Loch. Geht's da weiter rein? Ja, ich glaube schon. Leck mich am Bippel. Sicher? Nee. Oh, nee, man kann sich nicht bücken, ist das Problem. Wenn du es da runterfällst, bist du wahrscheinlich tot. Aber sowas von. Wir müssen denselben Weg wieder zurückgehen, oder? Ich komme hier hoch. Ja, aber willst du da noch weiter hoch? Ich meine, gibt es überhaupt irgendwas? Was sagt die Karte? Das ist irgendein Berg hier, ein gigantisch großer Berg. Die Karte sagt, bergige, da ist auch noch irgendwie ein Loch im Berg. Ich glaube nicht, dass es da was gibt. Naja, hier komme ich auch nicht weiter. Oh oh. Ich weiß nicht mal, ob ich hier noch runterkomme. Super gefährlich. Ja, aber bist du nicht... Okay, ich bin durch. Dr. Danger? Ich bin Dr. Danger, Experte für Ritzen. Ritzenexperte und Expeditionsmeister. Wie bist du da jetzt runtergekommen? Ja, denselben Weg hier wieder. Ich kenne denselben Weg, aber nicht. Durch Ritzen. Nach den Danger Way. Vorsicht, Alter. Alter, er macht hier waghalsige Sprünge. Hier runter? Ja, hier durch die Spalte. Oh, oh. Und? Tot? Ich bin tot. Echt jetzt? Ich bin keinen Meter gefallen. Kannst du mich wiederbeleben? Ich kann dir ein... Oh Gott, Bigfoot kommt. Er riecht meinen Kadaver. Er riecht deinen Kadaver. Kannst du mich irgendwie anfassen? Ich kann dir nur ein Medkit übergeben, aber ich habe keins. Und anfassen kann ich dich auch nicht, oder? Nee, ich kann dir nur Sachen geben. Ich kann ein Zelt über deine Leiche bauen. Geht das? Oh, verdammt, Dr. Danger kann sowas, aber ein gewöhnlicher Bauernbengel nicht. Ich bin da ganz normal runtergegangen. Auf einmal ist er weggeflogen, ey. Oh, oh. Oh mein Gott, er ist ganz nah. Er ist ganz nah. Er ist ganz nah. Wo da bist du, du Scheißkerl? Wo? Da kommt er, direkt vor dir! Direkt vor dir! Bumm, Alter, ich hab ihn geblendet mit einer Flaregun! Wo ist er hin? Er ist einfach verschwunden! Nach links, rechts, jetzt da wieder! Zickzack, er läuft dem Hasen rauf! Ich hab ihn getroffen! Dr. Danger! Kann ich einfach neu connecten? Ich weiß es nicht. Auf den Spielstand? Ich hab keine Ahnung. Müsste doch eigentlich möglich sein. Ich hab seine Spur verloren. Was? Ah, da ist er wieder! Er legt dich hin! Oh mein Gott! Was macht er mit mir? Okay, ich sag dir jetzt nicht, wo er dich angefasst hat. Ich spür was Warmes im Mund. Er ist da geradeaus jetzt.
Also jetzt rechts von dir, also ist er gegangen. Dr. Danger wird nicht aufgeben. Dr. Danger. Ah, ich lieg hier im Gebüsch. Okay, Freunde, ich würde sagen, die Folge ist vorbei. Das ist Permadeath. Wir werden uns aufraffen. Die Jagd wird weitergehen. Die Jagd muss weitergehen. Die wird ich brauche Rache. Die wird sowas von weitergehen. Mein Sohn Johann van der Smoot wird kommen. Verdammt, dieses Mistvieh. Es ist immer ein Schritt voraus. Es weiß immer, was wir denken. Es hat deine Leiche gewittert. Ja, ja. Vielleicht definitiv. Müssen wir mit, wir locken mit der Leiche einfach an demnächst. Kannst du da noch was Brauchbares rausholen? Ich werde jetzt hier mein Zelt aufschlagen. So. Da gehe ich jetzt rein. Alter, der Brokebacker, ey. Ich werde das hart brokebacken. Du hast das Zelt wieder aufgehoben. Nein, ich hab's hier noch in der Hand. In der Hand, es steht hier vor mir. Ich weiß nicht, wie man reingeht. Echt, bei mir ist es verschwunden. Nein, ich hab kein Zelt. Meine Taschenlampe leuchtet. Guck mal, da ist auch eine Laterne. So. Gut. Gut, ich hab okay. einen Mückenschutz und ein Zelt. Und deine Füße brennen. Ach nee, und meine nicht. Füße brennen. Wir werden ihn besiegen. Wir werden Bigfoot besiegen. Lass eine Bewertung da. Es kann so nicht enden. Es darf so nicht enden. Darf so nicht enden. Johann. Rache für Johann. Bis zum nächsten Mal. Und Gunther. Tschüss. Wiedersehen, Gunther.